hat Dr. Nina Scheer für die SPD-Fraktion. Ja, sehr verehrte Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, das Gesetzespaket, um das es hier geht, einmal das Übereinkommen über ein Gesetz zum Übereinkommen über das einheitliche Patentgericht und eben auch ein Gesetz zur Anpassung des deutschen Rechts über das Übereinkommen. Das ist ja nun ein Paket gewesen, was hier im Hause, auch wenn nicht viele Kolleginnen und Kollegen zu der Stunde hier waren, aber es war nachts und das ist ein Thema, was man vielleicht auch an anderer Stelle mal aufgreifen muss. Vielleicht haben wir auch ein bisschen mehr Zeit, über die Dinge zu reden, wenn wir uns nicht aufhalten mit solchen Anträgen wie heute. Aber diese Frage will ich nur mal in Klammern gesetzt angeschnitten haben. Es ist dennoch ein Gesetz gewesen, was mit den hier Anwesenden einstimmig verabschiedet wurde. Und das, finde ich, muss man sich auch erst mal vor Augen halten, dass es etwas ist, was materiell rechtlich die Zustimmung von allen Fraktionen hier gefunden hat in der letzten Legislaturperiode. Und insofern kann ich mich auch meinem Vorredner da nur anschließen, dass hier eine Lücke geschlossen wird, ein einheitlicher Patentschutz geschaffen wird, der bislang fehlt. Es ist in der Tat nicht so, dass hier irgendetwas ersetzt wird, sondern es wird eine Ergänzung geschaffen für ein europäisches Recht, eine europäische Rechtsschutzmöglichkeit und eine entsprechende Gerichtsbarkeit. Insofern finde ich es schon auch ein bisschen verfälschend. Es ist verfälschend, wenn Sie es so hinstellen, als ob hier etwas abgeschafft werden soll, als ob hier irgendetwas genommen wird, materiell rechtlich. Und zu der Frage zu den Verfahrensfragen. Da muss ich sagen, ich empfinde es regelrecht als absurd, wenn Sie hier meinen, man müsse das Gesetz, die Gesetze, die ihr angesprochen habt, abschaffen. Und zwar aus folgendem Grund. Es ist einmal eine Verfassungsbeschwerde, Sie haben es erwähnt, anhängig. Diese Verfassungsbeschwerde, die nimmt ja nun genau zu diesen Fragen, die hier anstehen, die Sie aufgeworfen haben, auch ganz unabhängig von Ihrem Antrag, Stellung. Das Verfassungsgericht wird sich mit diesen Fragen beschäftigen. Wenn Sie jetzt diesen Antrag heute hier stellen, dann sagen Sie ja nichts anderes damit, dass Sie die Prüfung, die das Verfassungsgericht gerade vornimmt und die Sie ja offenbar ja auch verfolgen, dass diese Prüfung von Ihnen gar nicht gewollt ist. Sie wollen offenbar gar nicht, dass es zu dieser Prüfung kommt. Denn wenn das Gesetz abgeschafft würde, wie Sie wollen mit Ihrem Antrag, dann hat das Verfassungsgericht ja auch gar keinen Klärungsbedarf mehr. Also da frage ich mich, ob da nicht eine gewisse Hasenfüßigkeit Ihrerseits existiert, eine Fragestellung, eine verfassungsrechtliche Fragestellung in den Raum zu stellen, die Sie eigentlich gar nicht ernsthaft bemüht sind, zu hinterfragen. Dann ist auch die Frage, ob tatsächlich eine Verfassungswidrigkeit angenommen werden kann. Da denke ich mal, muss auch noch mal ein bisschen zu dem Hergang dieses ganzen Prozesses gesagt werden. Denn Sie unterstellen hier, als ob das eigentlich eine ziemlich glasklare Sache sei, dass wir hier eine Verfassungswidrigkeit hätten. Es ist mit der Einreichung der Verfassungsbeschwerde hier beschlossen worden, einstimmig wiederum, dass nicht hier im Haus, aber über die Obleute, dass tatsächlich eine Stellungnahme eingeholt wird. Das haben Sie als AfD mit beschlossen, dass diese Stellungnahme eingeholt wird. Diese Stellungnahme sagt, dass das Gesetzespaket verfassungskonform ist. Wir haben als Bundestag diese Stellungnahme zur Kenntnis genommen, also auch behandelt, auch inhaltlich zur Kenntnis genommen, und das haben Sie auch bestätigt. Insofern ist auch die Frage, an was Sie sich eigentlich aufhängen, wenn Sie jetzt weiterhin eine Rücknahme der Gesetze, eine Aufhebung der Gesetze verfolgen, wenn Sie doch andererseits mit Ihrem eigenen Verhalten in diesem ganzen Prozess die Verfassungsmäßigkeit offenbar ja gar nicht mehr infrage gestellt haben. Und zuletzt möchte ich noch, weil die Zeit wegrennt, eine weitere kurze Anmerkung machen. Sie haben jetzt gerade, Herr Reuth, in Ihrer Rede davon gesprochen, dass das alles noch mal neu aufgerollt werden solle. Wir sollen das hier im Haus alles abschaffen, um es dann mit einer anderen Mehrheit, mit einer Zweidrittelmehrheit, noch mal wieder zu beschließen. Ich möchte daran erinnern, dass Sie in Ihrem Antrag derartige Vorwürfe gegenüber den Gesetzen erheben, dass Sie ja auch mit einer Zweidrittelmehrheit nicht zufrieden wären. Sie sprechen davon, den Richtern
an dem am einheitlichen Patentgericht fehle es an der richterlichen Unabhängigkeit. Auch das hatte mein Vorredner schon aufgegriffen. Also da muss ich sagen, wenn Sie das weiter so verfolgen wollen, mein letzter Satz, wenn Sie das weiter so verfolgen wollen, dann müssen Sie auch noch Ihren Antrag auch noch ändern. Also Aufhebung Ihres Antrags, das wäre eigentlich die konsequente Verfahrensform. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Roman Müller.